Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir backen heute wunderschöne Weihnachtsplätzchen und zwar machen wir unter anderem diese Engelsaugen und noch zwei weitere Sorten, alles aus einem Teig, einem Mürbeteig. Super lecker, super einfach und es macht wirklich Spaß. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß bei dem Video. Für unseren Plätzchen-Grundteig nehme ich ein ganz, ganz klassisches Mürbeteig-Rezept, ein sogenanntes 3-zu-1-Rezept. Und zwar besteht das aus einem Teil Zucker. Ich nehme hier Puderzucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. Ich habe in dem Fall ein 405er Weizenmehl. Das ist perfekt für Plätzchen, benutze ich sonst eigentlich so gut wie nie, aber für Plätzchen ist das super. Aber 505er Weizenmehl geht genauso. Das Wichtige bei dem Zucker ist noch, wenn ihr den Teig am gleichen Tag nehmen wollt, dann nehmt Puderzucker, denn Kristallzucker löst sich nicht so schnell auf. Den solltet ihr, wenn ihr mit Kristallzucker arbeitet, einen Tag vorher vorbereiten und dann kann sich das schön lösen und wir bekommen einen schönen homogenen Teig. Dann nehme ich noch für meinen Mürbeteig ein Eigelb. Das muss man nicht unbedingt nehmen. Wer das nicht möchte, wer das Ganze vegan lassen möchte, kein Problem, Eigelb weglassen. Butter könnt ihr ohne Probleme durch Margarine ersetzen und wenn ein bisschen Feuchtigkeit fehlt, dann macht einfach einen kleinen Schuss kaltes Wasser dran. So, dann habe ich hier noch Salz, ja, gute Prise, etwa 1 Gramm. Ein Päckchen Vanillezucker, das ist jetzt hier mit Bourbon-Vanille, deswegen sieht das so dunkel aus. Aber natürlich könnt ihr auch ganz normalen Vanillezucker nehmen. Und Abrieb, ein bisschen Zitronenabrieb. Da würde ich eine Bio-Zitrone nehmen, damit man die Schale bedenkenlos mitessen kann. In meinem Spitzbuben-Video, die könnt ihr nämlich auch mit diesem Teig wunderbar machen. Da habe ich euch gezeigt, wie man den Teig in der Küchenmaschine macht. Ich zeige euch heute, wie man ihn von Hand ganz einfach macht. Also Mehl einfach hier in eine Schüssel. Ich nehme jetzt hier ein bisschen eine größere. Den Zucker können wir gleich dazugeben. Das Salz. Den Puderzucker, wenn der so klumpig ist wie meiner, dann siebt ihn auf jeden Fall. Denn sonst habt ihr dann nachher Klumpen drin, die ihr nicht mehr so ganz einfach rauskriegt. So, jetzt habe ich meine trockenen Zutaten alle drin. Jetzt gebe ich gleich ein bisschen Zitronenabrieb dazu. Ihr könnt auch noch ein paar Gewürze dazugeben. Weihnachtsgewürze, Nelke, Zimt, Kardamom, worauf ihr Lust habt. Aber Zitronenabrieb zum Beispiel gibt immer eine schöne Frische. Dann rühren wir das einmal kurz mit der Hand schon mal durch. Dann geht die Butter dazu. Die ist kalt, die habe ich aus dem Kühlschrank. Also die könnt ihr ruhig eine Viertelstunde vorher temperieren, damit sie nicht eiskalt ist. Aber sie sollte schon nicht warm sein. So, die habe ich hier in kleine Flocken geschnitten. So, und dann reiben wir das einfach hier zwischen den Fingerspitzen. Man soll einigermaßen schnell hier arbeiten, denn wir wollen eben nicht, dass die Butter zu warm wird. So, dann können wir ruhig das Eigelb direkt mit reingeben. So, dann fängt er schon langsam an auch zu binden. So, ich mache jetzt auf der Arbeitsfläche weiter. Wir wollen den Teig wirklich nur so viel kneten, dass er zusammenkommt. Ja, wenn der Teig zusammengekommen ist, reicht das schon aus. Fertig. Alle Krümel noch auflesen. So, wenn wir den Teig soweit haben, dann machen wir den ein bisschen platt. Dann kühlt er schneller durch und dann geht der Minimum eine halbe Stunde, besser eine Stunde in den Kühlschrank. Das macht man ganz einfach deswegen, dass die Butter wieder hart wird und dass ich den gut ausrollen kann. Denn wenn die Butter so weich ist, klebt der Teig und reißt überall. Und das wollen wir eben nicht. Und deswegen kühlt den Teig ein bisschen durch, dann habt ihr es einfacher. Ich habe hier schon mal einen Teig vorbereitet, der ist jetzt eine Stunde im Kühlschrank gewesen. Wenn der so flach ist, kühlt er relativ schnell durch. So, ich nehme jetzt erstmal hier die Hälfte von dem Teig. So, und dann schneiden wir uns den hier einfach in Streifen. So, und dann schauen wir, dass wir die einigermaßen gleich groß zu Kugeln gerollt bekommen. Also 16 Gramm, perfekte Größe. Wenn ihr ein bisschen ein Gefühl dafür habt, müsst ihr das natürlich nicht abwägen. Ja?
Aber es hat natürlich einen Vorteil, wenn die alle ungefähr gleich groß sind, denn dann backen sie auch gleichmäßig. So, ich habe meine Kügelchen für die Engelsaugen jetzt mit genügend Platz auf ein Backblech gelegt. So, jetzt drücke ich den klein bisschen flach. So, und dann nehmen wir ganz einfach einen Holzkochlöffel und machen damit in die Mitte ein Loch. Macht das ruhig ein bisschen breiter, denn das geht natürlich nachher wieder ein bisschen zusammen. Der Teig fängt ein bisschen an zu kleben, wenn er zu warm wird. Da hilft es tatsächlich wirklich, wenn ihr den einfach noch ein bisschen kühlt. Oder was ihr auch machen könnt, in Mehl tunken den Stiel nicht zu viel. Dann geht das auch wieder besser. Zum Füllen von unseren Engelsaugen habe ich hier zwei Marmeladen genommen. Einmal Aprikose, einmal Erdbeer. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Die würde ich vorher einmal in einem Topf mit einem Schuss Wasser kurz einmal aufkochen und dann einfach durch ein Sieb passieren. Und dann ist das schon fertig. Dann haben wir wunderschöne glatte Marmelade. Ich werde mir die Marmelade jetzt in den Spritzbeutel füllen. Und zum Befüllen könnt ihr den einfach hier reinstellen. Dann habt ihr nämlich eure Hände frei. So, und dann können wir das ganz einfach vorne die Spitze abschneiden und einfüllen. So, der Ofen ist vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Schneidet diese Tür nicht zu groß ab, sondern füllen wir die einfach. Macht sie nicht ganz voll, denn sonst passiert es euch eventuell, dass was rauskocht. Lieber geben wir nach dem Backen noch ein bisschen was dazu. Das sieht dann nämlich auch schöner aus, wenn man oben noch so ein bisschen frische Marmelade drauf macht. Wenn ihr Engelsaugen backt und ihr wollt noch ein bisschen andere Plätzchen haben, dann bieten sich eben auch die Spitzbuben an. Das Video blende ich euch ein, denn dafür nehmt ihr den gleichen Teig und auch Marmelade. Und so habt ihr schon mal zwei verschiedene Sorten Plätzchen, ohne großartig Stress zu haben. So, die backen wir jetzt auf mittlerer Schiene für etwa 12 bis 15 Minuten. So, meine Plätzchen waren jetzt 12, 13 Minuten drin. Haben eine ganz, ganz leichte Farbe. Ich mag das am liebsten so, wenn sie nicht so dunkel sind. So, und die lassen wir jetzt erstmal schön abkühlen. Wenn ihr jetzt wolltet, könntet ihr bei dem einen oder anderen, wo ein bisschen wenig Marmelade drin ist, da einfach noch ein bisschen auffüllen. Wenn die Plätzchen noch schön heiß sind, verläuft das auch noch gut. Ja, wenn die Engelsaugen abgekühlt sind, dann geben wir da ein bisschen Puderzucker noch drauf. So, der Puderzucker auf der Marmelade wird gleich wieder verschwinden, sodass man die Augen auch schön sieht. So, ich muss jetzt schon mal eins probieren, denn ich habe hier sowieso eins zu viel. Und gerade Zahlen sind immer schlecht. Gar nicht ganz lecker. So, die nächsten einfachen Plätzchen, die wir hiermit noch machen können, sind ganz normale Ausstechplätzchen. So, wenn der Teig sehr, sehr fest ist, knetet ihn ruhig einmal ganz kurz durch. Einfach damit er weich und ausrollbar wird. Das ist so ein Fehler, den habe ich früher gern gemacht. Versucht aus dem Kühlschrank direkt den Teig auszurollen, wenn er knallhart ist. Könnt ihr vergessen, geht nicht. Also natürlich soll er fest sein, deswegen legen wir ihn in den Kühlschrank. Aber so ein bisschen weich muss er eben auch sein, dass wir ihn überhaupt ausrollen können. Nudelholz gut bemehlen. Was natürlich auch hilft, wenn die Küche nicht zu warm ist. Was im Winter ja eigentlich nicht das Problem sein sollte, außer ihr seid direkt neben dem Ofen. Den rollen wir auf etwa 3 mm aus. Seht ihr, wie wunderbar sich der ausrollen lässt? Nur wenn man den einmal ganz kurz durchknetet, macht das einen riesigen Unterschied. So, ich habe es ein klein bisschen dünn gemacht hier. Darf ruhig ein bisschen dicker sein. Und das sind eigentlich so die Plätzchen, die mit Kindern am meisten Spaß machen. Könnt ihr so backen, könnt ihr nachher auch noch verzieren nach dem Backen. Teigreste einfach wieder zusammendrücken, wieder ausrollen. So, die das jetzt mal ein bisschen dicker. So, wenn ihr die nachher nicht mehr verzieren wollt, dann könnt ihr, ist kein Muss, aber dann glänzen sie schön, die mit so ein bisschen Eigelb, kleines bisschen mit Milch angerührt, einpinseln. Die eignen sich dann allerdings nachher nicht mehr, um Zuckerguss drauf zu machen für Verzierung. Ich mache deswegen jetzt hier nur ein paar. So, die backe ich auch bei 180 Grad, je nach Dicke. Ich denke mal, die sind schon nach 10 Minuten fertig. So, das sind meine Plätzchen jetzt nach 12 Minuten. Die dünnen, die sind mir zu dunkel geworden. Die dicken, die sind perfekt. Deswegen wichtig, macht sie wirklich so gut es geht gleich dick. So, und am besten zieht ihr die direkt runter von dem heißen Blech, damit die nicht noch nachbräunen, wenn die sowieso schon so viel Farbe haben. Und dann lassen wir die erstmal schön auskühlen.
Jetzt machen wir noch eine dritte Sorte Plätzchen. Während die anderen backen, können wir damit schon anfangen. Dafür teile ich mir meinen Teig. Ungefähr die Hälfte, das ist der Teig, den ich am Anfang geknetet habe. Die eine Hälfte, die färbe ich mir jetzt ein bisschen ein mit ungesüßtem Kakao. Das sind 7 Gramm. Ihr könnt rechnen, ungefähr 50 Gramm auf 1 Kilo Mehl. Ich habe jetzt hier etwa 150 Gramm Mehl. Also nehme ich jetzt hier 7 Gramm Kakaopulver. So ein guter Teelöffel bis 1,5 Teelöffel Kakao. Den siebe ich rein, damit wir da nicht so viele Klümpchen drin haben. So, darauf gebe ich jetzt hier so einen Teelöffel Milch. Ganz wenig, einfach, dass sich das ein bisschen besser löst. So, und dann kneten wir das da schön rein. Ja, wenn ihr merkt, dass das Kakaopulver doch sehr trocken ist, dann nehmt einfach noch einen kleinen Schuss. Dann nehmt einfach noch einen kleinen Schuss Milch dazu. Denn das Kakaopulver würde ja sonst auch Feuchtigkeit aus dem Teig entziehen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. So, und dann kneten wir das da schön rein. Eigentlich geht das relativ einfach. Ihr könntet natürlich direkt auch am Anfang einfach 2 Teige machen. Einen dunklen, einen hellen. Und dann den Kakao direkt mit dem Mehl einarbeiten. So, meinen eingefärbten Mürbeteig, den packe ich jetzt auch nochmal ganz kurz in den Kühlschrank. Könnt ihr auch kurz in Froster packen, damit das schneller geht. Denn jetzt ist er doch recht warm geworden durchs Kneten. So, meine Teige sind wieder durchgekühlt. Der bricht, das sieht man, der kommt direkt aus dem Kühlschrank. Der ist jetzt noch ganz hart. Deswegen knete ich den einmal kurz, wirklich nur einmal kurz durch, damit er einfach überhaupt verarbeitet werden kann. So, das war's schon. Schon ist der wunderbar zum Ausrollen. So, ich brauche jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht den ganzen. Hier vorne, glaube ich, auch nicht. Die rolle ich mir jetzt beide auf ungefähr 2 mm Stärke aus. So, gleiches machen wir mit dem hellen Teig. So. So, wir wollen die beiden jetzt aufeinander kleben. Dafür pinsel ich den Teig so ein kleines bisschen mit Wasser ein. Ihr könntet auch das Eiweiß nehmen, was wir übrig haben. Wasser hat allerdings so ein bisschen den Vorteil, dass falls wir das so ein bisschen auseinanderfriemeln wollen wieder, dann geht das mit Wasser einfach besser. Die schneiden wir uns jetzt hier ein bisschen gerade. Und jetzt möchte ich die ungefähr 3 cm breit haben. So, was wir jetzt tun, jetzt legen wir die übereinander. So, und dann haben wir hier verschiedene Schichten. So, das stelle ich mir jetzt erst nochmal kalt. So, diese Teigschichten können wir jetzt nämlich ganz einfach wieder auseinander machen. So, jetzt rollen wir uns den hellen Mürbeteig nochmal aus. Die rollen wir auch wieder auf etwa 2 mm Dicke. Das pinsel ich jetzt erstmal ein. Und darauf gebe ich jetzt hier meinen Teig. Versuche den jetzt schön stramm einzuschlagen. So, das versuche ich jetzt einfach noch ein bisschen zu flicken. Den packe ich jetzt auch erst nochmal in den Kühlschrank und kühle ihn schön durch. So, mein Teig ist durchgekühlt. So, dann schneiden wir die, ich würde mal sagen, 2-3 mm dicke Scheiben runter. Oh, das sieht doch super aus. Ich würde sagen, für einen Koch nicht schlecht. So, die packe ich jetzt auch auf ein Backblech. So, und dann auch 180 Grad, auch irgendwo zwischen 12 und 15 Minuten, schätze ich. So, die habe ich 14 Minuten jetzt gebacken und ich würde mal sagen, die sind ziemlich gut geworden. So, wenn ihr die Ausstechplätzchen noch ein bisschen verzieren wollt, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Zuckerguss, also dafür einfach ein bisschen gesiebten Puderzucker mit ganz, ganz wenig Wasser und einem Spritzer Zitronensaft anrühren. Dann einfach
pinseln und eben draufstreuen, worauf ihr eben gerade Lust habt. So, meine Plätzchen sind alle fertig. Hier aus den Teigresten habe ich hier diese zweifarbigen noch gemacht. Ja, da könnt ihr wirklich kreativ sein. Und jetzt schauen wir mal, wie die schmecken. So lecker. Ganz tolle Plätzchen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen Lust aufs Backen machen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu bei mir seid. Und schreibt gerne euer Feedback und Rezeptwünsche unten in die Kommentare rein. So, und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.